Dann nehmen wir Teddy, Ted, Ted, den Spielstand. Bringen Ted um. Ja, bringen Ted. Nee, ich glaube, so rum ist schneller. Nee, wir müssen zu den Schädeln. Da geht es darum, glaube ich, schneller. Wir müssen jetzt Ted umbringen. Dann nehmen wir Ellen. Wobei es die Frage ist, ob wir sie wirklich an den richtigen Dingern umbringen müssen. Eigentlich doch eher nicht, oder? Wir müssen sie einfach nur umbringen. Das wäre vermutlich nur wichtig, wirklich für die verschiedenen Enden. Gucken wir doch einfach mal. Kennwort eingeben. Falsch. 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 Ich denke, das ist nur wichtig, wenn wir dann das gute Ende haben wollen, dass wir die an den richtigen Stellen umbringen. Dein Gefährte. Dann nehmen wir jetzt sie. Aber lieber. Dann können wir eigentlich auch gleich speichern. Kurz bevor wir sie umbringen, weil dann müssen wir nicht Ted jedes Mal noch umbringen. Kennwort ein. Falsches Kennwort. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich. Falsches Kennwort. Jetzt habe ich den Dialog leider weggeklickt. Falsches Kennwort. Zugriff verweigert. Ach, jetzt habe ich vergessen, vorher zu speichern. Ellen ist jetzt da. Dein Gefährte hat versagt. Wähle jemand anderen, der in den Cyberspace geschickt werden soll. Es tut mir leid, mein Zeigefinger ist viel zu schnell. Mann, das ist ja genau wie mein Traum, in dem mein Gehirn über EMs Gehäuse spritzte. Bin ich jetzt endgültig übergeschnappt? Kennwort eingeben. Was haben wir denn bei ihm? Gib 20 ein, die Anzahl der Jahre, die du als Lastwagenfahrer gearbeitet hast. Gib 2006 ein, das Jahr, in dem Glynis dich verließ und zu Edna zurückging. Gib 1945 ein, das Jahr, in dem die Wahrheit über AMs Experimente ans Licht kam. Korrektes Kennwort. Zugriff auf Hauptmenü. Ich glaub's nicht. Es funktioniert! Das wollte ich gar nicht. Das heißt, wir können... Können wir dann doch tatsächlich mit ihm das... Aha. Das war jetzt aber so nicht geplant. Ich möchte ihn umbringen. Kennwort. Wir geben jetzt ein falsches Kennwort ein. Okay. Falsches Kennwort. Ich hatte mir gar nicht durchgelesen, was für ein Kennwort wir brauchen. Ich habe es einfach genommen aus... Falsches Kennwort. Aus Shits and Giggles. Falsches Kennwort. Zugriff. Nach all sein. Deine vier. So, Benny, jetzt wollen wir doch mal gucken, was du denn für ein schönes Ende für uns hast. Oh Gott, das ist noch widerlicher als. Ja, gut, das hatten wir ja schon. Kennwort eingeben. Was haben wir denn bei Ihnen? Gib 3 ein. Ach, das hatten wir ja schon. Der hat auch 1995. Das heißt, trotz Fehlen von Nimdok können wir zumindest auch die Brücke ausfahren. Also müssten wir ja doch das gute Ende erreichen können. Warum sagen denn alle, das geht nicht? Okay, uns fehlen. Aber das kommt dann vielleicht, wenn wir die Brücke ausfahren, was wir jetzt aber nicht tun werden. Ich möchte mir alle Enden angucken. Falsches Kennwort. Zu. Falsches Kennwort. Ich dachte, ich könnte AM mit seinen eigenen Waffen schlagen. Aber meine Persönlichkeit hatte bereits zu viel Schaden davongetragen, um ihn besiegen zu können. Und so nahm er mich gefangen. AM hat meinen Körper noch ein letztes Mal verändert, und es ist schlimmer denn je.
Ich bin ein großer, weicher, gallertartiger Klumpen mit pulsierenden weißen Löchern voller Nebel, wo einst meine Augen waren. Gummiartige Stümpfe, wo meine Arme waren. Weiche, schleimige Ringe, die übergangslos in einem beinlosen Klumpen enden. Große Flecken, die von furchtbaren Krankheiten zeugen. Graue Spuren auf meiner Oberfläche, die auftauchen und wieder verschwinden, als würde ich von innen angestrahlt. Ich habe keinen Mund und doch muss ich schreien. Ach, schade. Ich dachte, wir kriegen einfach nur ein paar, also zumindest teilweise andere Dialoge. Die anderen sind immer gleich. Ich dachte, er verwandelt die vielleicht jeweils in ein anderes Ding. Na. Ja, gut. Das lohnt sich eigentlich, also wegen ein paar Dialoge lohnt sich das jetzt eigentlich fast gar nicht, muss ich gestehen. Dann würde ich vielleicht tatsächlich versuchen, Dings, das gute Ende zu kriegen. Weil mit diesem 1945 scheinen wir ja trotzdem, das ist, wenn ich jetzt gerade nochmal kurz gucke. Okay, also hier steht nur Nimdok kennt das Passwort. Und natürlich, wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, macht es keinen Sinn, wenn sie ein Spiel zensieren und durch die Zensur dafür sorgen, dass eigentlich niemand mehr das gute Ende erreichen kann. Also wenn sie es einfach so gemacht haben, dass dann wohl jeder das Passwort kennt, aber scheinbar nicht zu Anfang. Ich meine, wir hätten am Anfang nicht das richtige Passwort auswählen können. Vielleicht müssen wir erst einen umbringen, damit wir das machen können. Dann würde ich doch vorschlagen, wenn ich lade gerade mal den Teddy 4, genau, dann würde ich doch ganz gerne, weil da haben wir ja schon alles gemacht, würde ich das dann doch ganz gerne mal probieren. Wir haben ja auch noch nicht, ich habe mir ja auch nicht durchgelesen gehabt, was Ellen alles auswählen kann. Kennwort eingeben. Und den ersten Dialog habe ich ja versehentlich übersprungen. Gibt 2002 ein, das Jahr, in dem du deinen Abschluss in Stanford gemacht hast? Gibt 7 ein, die Nummer des Stockwerks, auf dem der Fahrstuhl stecken blieb, als du vergewaltigt wurdest? Wähle ausloggen. Okay, sie kann das gar nicht. Das ist natürlich doof. Falsches Kennwort. Zugriff verweigert. Ich habe auch keinen Dialog. Dann müssen wir leider doch nochmal Teddy Ted Ted laden. Ich mag diesen Spielstandnamen tatsächlich. Was ist denn mit dir? Kennwort eingeben. Du kannst das auch nicht. Okay. Dann machen wir mit Teddy Ted Ted nochmal das. Also die Szene. Und dann gucken wir noch mal. Ob wir das doch noch irgendwie hinkriegen. Ja, lauf mal ein bisschen schneller, Ted. So, das war der rechte mit der Remote. Dann nehmen wir die gleich mit. Das ist aber noch gar nicht eine Fernsteuerung. Wow. Siehe das. Das haben wir ja schon im Dialog. Benutzt die Säule.
Die Wasserspeier starren auf diesen Stromverteiler. Ted hat seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Dein Gefährte hat versagt. Wähle jemand anderen, der in den Cyberspace geschickt werden soll. Gorik hatte das gewusst. Jetzt ist die Frage, geht das nur, wenn ich jemanden versehentlich falsch umbringe, Mann, oder? Das ist ja genau wie mein... Bin ich jetzt endgültig übergeschnappt? Ja, bist du. Oder wir sind es nur zwei, vielleicht. Ist aber auch irgendwie doof, ne? Falsches Kennwort. Zugriff verweigert. Falsches Kennwort. Zugriff verweigert. Falsches Kennwort. Dein Gefährte hat... Oh. Kennwort ein... Das ist sehr merkwürdig. Ich hab das doch mit Gorik auswählen können. Vorhin. Geht denn das jetzt nicht mehr? Kennwort. Oder wenn zwei tot falsches sind? Kennwort. Ich hatte Ted Zugriff. Ich hatte Ted und Ellen umgebracht, bevor... Falsch. Ich den Dialog schon wieder weggekriegt. Ich habe gerechnet, hab das. Ach, jetzt geht das. Moment. Jetzt muss ich gerade. Jetzt müssen wir nochmal Teddy, Ted laden. Probieren wir das jetzt gerade. Moment. Ich möchte das jetzt gerne nochmal testen. Sollte ich mal öfters speichern. Dass ich jedes Mal den Käse hier machen muss. Dann sind die Wege so lang, weil selbst mit Doppelklick überspringt er leider die Laufsequenz nicht. Wir müssen wieder den Schädel und die Fernbedienung, gehen mit der Fernbedienung zum Wasserspeier, dringend halt um und speichern. Ach, Gier. Was macht denn Benutzer? So, Benutzer. Sie. Wer? Speichern gerade mal. Ted hat seine Geheimnisse mit... Dein Gefährte hat... Gut, wir nehmen jetzt mal Ellen und holen uns den... Kristall. Ich bin... Aber es sieht... Lieber Gott... Darum ist es immer noch kürzer.
Ganz ruhig. Ganz ruhig, da ist was Gelbes. Könnte das ein Engel? Nein. Darf ich aber den ganzen Scheiß rumschleppen, wenn wir den doch eigentlich gar nicht brauchen? Ich dachte, den müssen wir irgendwo benutzen, irgendwo einsetzen. An diesem Ort. Die Idee war das der da? Was ist denn damit? Ich hoffe, das funktioniert auch so rum. Da stand noch irgendwas nach. Also man kann die Leute benutzen nach persönlichen Vor-, also nach persönlicher Präferenz. Benutzen wir denn einfach einmal? Gehen mal kurz rüber und schauen, ob ich vielleicht jetzt. Moment. Beispiel sichern. Ellen stirbt. Gott, so viele Speicherstellen habe ich noch nie angelegt gehabt. Bei einem Let's Play, glaube ich. Funktioniert das? Kennwort eingeben. Nö. Falsches Kennwort. Zugriff verweigert. Ellen ist jetzt da, wo ihr niemand mehr wehtun kann. Dein Gefährte hat versagt. Wähle jemand anderen, der in den Cyberspace geschickt werden soll. Vielleicht ist es nur, wenn er ein paar Mal das Ding benutzt hat? Oh Gott! Das ist... Spielen wir das gleich mal. Moment. Nein, du sollst das benutzen. Benutzen. Kennwort eingeben. Falsch. Falsch, ja. Falsches Kennwort. Auch falsch. Komisch, jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Dieses Gesicht. Das ist sehr merkwürdig. Ich kriege langsam... Aber wenn ich sterbe. Nutzen wir das Ding nochmal? Benny ist in. Deine Vieh. Mann, bin ich jetzt mit. Kann er denn jetzt? Kennwort. Das ist so seltsam. Warum konnte ich das vorhin benutzen? Jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Jetzt geht's plötzlich wieder. Es ist sehr merkwürdig. Kennwort. Zugriff auf Hauptmenü. Ich glaub's nicht. Es funktioniert. Ich mache mich mal geschwind aus. Speichere mal eben unter Let's Play nochmal. Oder auch nicht, kann ich mir das merken. Was passiert, wenn ich jetzt hier drüber gehe? Das Feuer, das aus diesem Loch hervorbricht, ist hypnotisch.
Es ist fast unmöglich, nicht hineinzuspringen. Das Feuer, das aus diesem Loch... Okay. Das Problem wird aber eher sein, dass ich mit ihm nicht die Sachen machen kann, die ich mit Nimdok hätte machen müssen. Ich kann mal gucken, kann ich das irgendwie benutzen? Das führt zu gar nichts. Nö, schade. Okay, scheint aber wirklich so zu sein, ich kann mit keinem... Okay. Dann bringen wir ihn jetzt einfach um. Kennwort eingeben. Oder wir gucken mal, was sonst noch so passiert. Korrektes Kennwort. Zugriff auf Hauptmenü. Können wir denn noch, können wir noch was machen? Metapherprogramm ausführen. Subjektverzeichnis öffnen. Post öffnen. Newsnet zugreifen. 21. Oktober 2012. MIT-Wissenschaftler berichten, dass ein unentdeckter Virus ihre fortschrittlichsten Lernalgorithmen gelöscht hat, nachdem die Daten in einen unbekannten Abschnitt des Cyberspace übertragen worden waren. Das heißt MIT. Was haben wir denn noch? Subjektverzeichnis. Subjekt Benny, festgenommen am Mahnmal des chinesischen Krieges, Washington, D.C. Sein ausgeprägter Drang, der Beste zu sein, brachte ihm den Ruf eines gnadenlosen militärischen Vorgesetzten ein. Subjekt Ellen, festgenommen bei Inksai Maschinenbau, New York. Panikanfälle unterminieren alles, was sie durch ihren schnellen Aufstieg im Unternehmen erreicht hat. Wurden sie festgenommen? Subjekt Gorister, festgenommen im Ruth Drive and Dinner, Atlanta, Georgia. Schuldgefühle über den Tod seiner Frau haben zu mehrfachen Selbstmordversuchen geführt. Das heißt Diner, nicht Dinner. Ich glaube, mir schmiert gerade das Spiel ab. Das hat sich gerade aufgehängt, glaube ich. Hallo? Spiel? Spiel? Lade ich nochmal? Verdammt. AM hat das Spiel zum Absturz gebracht. Ich wusste es. Das ist so ein gemeiner Computer. Gut. Moment. Gleich. Gleich. Okay. Wir benutzen es. Wir versuchen das jetzt nochmal. Kennwort. Korrektes. Subjekt. Gehen wir aber erstmal zu Ted. Subjekt Ted. Festgenommen im Epicurean Spa, Palm Springs, Kalifornien. Weist trotz Reichtum, angenehmer Erscheinung und sozialer Kontakte paranoide Tendenzen auf. Und für alle, die es gerne auf Französisch, glaube ich, haben lesen wollen, die haben das davor tun können. Nein, AM bringt das Spiel zum Absturz. Hossa, die Waldfee.